Guten Tag, meine Damen, meine Herren. Ich darf Sie recht herzlich hier im Presseraum der MDCC Arena begrüßen. An meiner Seite begrüße ich wie gewohnt Cheftrainer Jens Hertel und unseren Stürmer Julius Düker zur heutigen Pressekonferenz vor dem kommenden Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC. Anstoß Samstag 14 Uhr in der Community for You Arena in Chemnitz. Blicken wir gleich auf das Sportliche. Jens Hertel, es liegt eine intensive Partie gegen Halle hinter uns. Die ist zwar bereits 5 Tage her, gefühlt war sie gestern. Dieses 2:1, wie geht es der Mannschaft mittlerweile und wie sind Sie in die Woche hineingekommen? Ja, hallo erstmal in die Runde. Also ich muss sagen, die Physios haben einen guten Job gemacht die letzten Tage. Wir konnten also alle Trainingseinheiten mit allen Spielern absolvieren, also auch Christopher Handke und Christian Beck, die ja dann so nach dem Spiel schon Probleme hatten, sind am Dienstag ganz normal wieder ins Training mit eingestiegen, haben die Einheiten gestern und am Dienstag gut überstanden. Und wenn jetzt nicht noch irgendwie was passiert in den nächsten Stunden, stehen also alle zur Verfügung. Nun steht der Chemnitzer FC ja etwas weiter unten in der Tabelle. Wie würden Sie diese kommende Aufgabe einschätzen? Ich denke, für Chemnitz ist das eine willkommene Aufgabe. Sie können dann natürlich, so wie die Tabellenkonstellation ist, aus einer klaren Außenseiterrolle kommen. Sie werden versuchen, ihr Publikum direkt mit dahinter zu bekommen. Das ist aber gegen uns immer nicht ganz so schwer, sagen wir so, seine eigenen Fans dann zu mobilisieren. Und nichtsdestotrotz haben sie ja auch eine ordentliche Mannschaft, die auch ordentliche Spiele schon in dieser Saison gezeigt hat, gerade in Derbys sehr stabil ist, glaube ich, 3 gewonnen hat, 1 unentschieden. Und die freuen sich auf diese Aufgabe, um dann natürlich da hinten wegzukommen. Und für uns gilt es natürlich dann, unseren Lauf zu halten. Wir wollen dahin fahren, dieses Spiel gewinnen. Da wird uns eine gute Anfangsphase extrem helfen, dass man dann da ein bisschen vielleicht Unruhe erzeugen kann, wenn wir gut reinkommen. Andersrum wird es natürlich trotzdem wie in jedem Drittligaspiel schwer. Und dann liegt es an uns, ob wir bei 100% sind, ob wir das auf den Platz bringen, was wir uns vornehmen. Und wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen, auch in Chemnitz 3 Punkte mitzunehmen. Ansonsten wird es wie in jedem Drittligaspiel knirsch. Jule, du hast vom Trainer in den letzten beiden Spielen Einsatzzeiten erhalten, konntest dich gegen Köln sogar mit einem Tor belohnen. Wie schätzt du deine bisherige Leistung ein jetzt in den letzten beiden Spielen und wie sehr hast du dich auch darüber gefreut, Einsatzzeiten zu bekommen? Also erstmal ist es so, dass man sich natürlich riesig darüber freut, wenn man auf dem Platz stehen kann. Das ist ganz klar, ich denke, das ist gegeben. Und dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, hat mich natürlich positiv gestimmt, hat mich gefreut. Allgemein haben die Spiele wirklich, wirklich Spaß gemacht. Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und das ist dann natürlich auch für jeden Einzelnen dann einfacher, seinen Teil dazu beizutragen. Der Trainer hat zwar jetzt gesagt, die Aufgabe am Sonntag wird knirsch. Wie schätzt du Chemnitz ein? Was muss das Team mit auf den Platz bringen? Also erstmal ist es wichtig, dass wir an den Leistungen von den letzten Wochen anknüpfen. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Trotzdem dürfen wir jetzt nicht nachlassen, nur weil wir jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen haben, sondern wir müssen auch dort wieder 100% geben, an unsere Leistungsgrenze gehen. Und dann wird es auch wieder auf die Grundtugenden, denke ich, ankommen. Es wird ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir müssen viel laufen, wir müssen viel ackern, kämpfen, was ein Derby halt ausmacht. Und müssen die Mischung finden zwischen den spielerischen Komponenten, die wir ja durchaus drauf haben. Trotzdem aber auch ordentlich kämpfen und rackern, das was die Fans natürlich auch sehen wollen. Danke, Jule. Gibt es Fragen Ihrerseits? Wolfram Engel, bitte. Ja, der Kicker schreibt heute, Chemnitz stimmt sich ein auf das Spiel beim Abschlusstraining mit Fans und anschließenden Glühwein trinken. Wie stimmt sich der 1. FC Magdeburg eigentlich auf solche Spiele ein? Also wir machen, denke ich mal, nichts groß Besonderes. Wir werden heute der Mannschaft da ein paar Bilder zeigen von Chemnitz und ein bisschen eine Marschroute mit auf den Weg geben, was und wie wir agieren können. Und dann haben wir morgen ganz normal Abschlusstraining und werden dann nach Chemnitz fahren ins Hotel, da vielleicht nochmal ein paar Worte mit einzelnen Mannschaftsteilen führen und dann dieses Spiel dann bestreiten. Also da wird jetzt in unserer Situation, es kommt glaube ich nicht darauf an, irgendwas Besonderes zu machen, sondern wir bleiben bei den Abläufen, die wir bis jetzt immer hatten. Rudi Bartels. Chemnitz, das liegt nah an der Türkitz, den Namen zu nennen. Wie sehr fehlt er Ihnen oder drücken Sie das weg oder sagen, wir haben genug Leute? Und er wollte ja gern spielen und das hat er sich selber zuzuschreiben. Aber wie sehen Sie die Situation? Für Philipp ist es extrem bitter, weil da fiebert jeder drauf. Ich glaube, da hat das ein halbes Jahr drauf gewartet, auf dieses Chemnitz-Spiel.
da dann einfach auch zu beweisen, dass man ein guter Spieler ist, wo es eben zuletzt bei ihm nicht ganz so lief in Chemnitz, da jetzt so zurückzukommen. Und das hat er sich natürlich selber ein bisschen zuzuschreiben, dass er da jetzt nicht dabei ist. Und da muss er durch, sich so eine Suppe einbrockt, muss er dann eben doch auslöffeln. Aber ihm fehlt er in der Definitiv fehlt er, weil er natürlich schon ein Spieler ist, der hier nachgewiesen hat in dieser Saison, dass er unser Spiel bereichern kann, dass es auch ein Spieler ist, der relativ schnell eben drin ist. Das, jetzt war zu emotional und zu schnell da, zu aggressiv, aber das ist natürlich auch wichtig, wenn man den Spieler auch mal von der Bank bringt, dass er dann eben direkt da ist und keine lange Anlaufzeit braucht, sondern direkt dann das tut, was eben notwendig ist. Und das kann Philipp auch, aber er hat natürlich jetzt auch von Anfang an richtig gute Spiele gemacht, viele Tore vorbereitet, viele Tore gemacht. Und da ist ganz klar, dass uns so ein Spieler dann fehlt. Also den hätten wir da gerne mitgenommen. Vor allen Dingen noch mit so einer Zusatzmotivation, dass es sein Ex-Verein ist. Das beflügelt ja die Jungs dann immer nochmal. Gerade wenn sie auch von unseren Fans so gut supportet werden, haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass Richard Weil hat hier gegen Würzburg das Tor gemacht. Dennis Erdmann hat gegen Rostock gut gespielt. Und ich hätte mir auch keine Sorgen gemacht, dass Philipp Türbitz ein gutes Spiel in Chemnitz gemacht hätte. Andreas Mann. Schlecht für Türbitz, gut für Jungs wie Julius Düker. Kann man ja davon ausgehen, dass er wieder auf der Außenbahn wirbelt. Was schätzen Sie an ihm für Qualitäten? Ja, also Julius ist ein richtig guter Fußballer, also hat einen guten ersten Kontakt, hat eine gute Spielfortsetzung. Also ist jetzt nicht nur ein Stürmer, der eben nur Stärken unter Box hat, also auch außerhalb, sag ich mal, auch als Vorbereiter. Ich glaube, er hat im letzten Jahr viele Tore vorbereitet auch und Tore dann natürlich auch gemacht. Und das kann er eben auch. Und hat dann sich verbessert im Kopfballspiel, wo er dann schon auch da noch ein paar Defizite hatte oder beziehungsweise das bei anderen Vereinen jetzt nicht so gefordert war. Und ja, das bringt es eigentlich schon auf den Punkt. Ja. Also er kann kicken, er kann gut gegen Ball arbeiten, hat eine gute Grundlagenausdauer, wo er dann eben auch viele Wege gehen kann, viele Meter machen kann. Und und das ist im Moment gut für uns. Siehst du das auch so, Julius, dass du dich im Kopfballspiel verbessert hast? Kann ich nur zustimmen. Also, was soll ich jetzt anders sagen? Doch, es stimmt schon, dass da so ein Potenzial geklimmert hat oder dass diese Defizite noch ausgleichen konnte. Ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg, ist noch Luft nach oben, ganz klar. Aber trotzdem habe ich da schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, würde ich sagen. Ja, gibt es weitere Fragen? Gut, dann an der Stelle erstmal vielen Dank und dann sehen wir uns hoffentlich Samstag um 14 Uhr in Chemnitz. Vielen Dank.